Hey Kinders, willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir sind ja eben hier abgesetzt worden von diesem Laster, nachdem wir die krassen Visionen hatten. Und eben sehe ich, dass wir hinter uns wieder zurückgehen könnten zu dieser Anstalt. Ich will jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn wir da hinschlappen. Ob da jetzt irgendwie... Also in der Theorie dürften wir da ja eigentlich gar nicht reinkommen, beziehungsweise es sollte halt irgendwas passieren, weil wir sonst einfach bei dem reinrennen, bei dem Joseph Seed und alles... Und alles zerfisten. Wartet mal gerade mal ein bisschen, ha? Wer ballert da eigentlich? Warum ist da jemand alive? Oh Gott, killen die den? Ah, die schießen auf den Hund, sehr gut, okay. Alles klar. Da hätten wir nämlich jemanden, den wir retten können. Ich gehe mal außen rum hoch. Oh, da kommt ein Auto. Fuck. No. Sehr gut. Ich hoffe, hinten dran ist niemand, den ich jetzt nicht markieren konnte, weil er versteckt ist vom Berg. Ne, sieht gut aus. Okay, wir schmeißen einen Stein. Dreht euch um. Habt ihr den Stein nicht gehört? Die Kackvögel. Hey. Oh Gott, war das knapp. Ja, dreh dich um. Sehr schön, sehr schön. Genau, geht mal beide dann zu dem Stein hin. Nein. So. Und jetzt ist Ruhe. Da kommt noch einer angerannt. Der kriegt vielleicht eine... Oh oh. Ich wollte gerade sagen, Schaufel zu spüren. Aber ich habe keine Schaufel mehr. Schissel mal whistle. Dann müssen wir gleich aufrüsten. Leute, warum haben wir denn keine... Ja, was ist denn hier los? Warum ist unser Helfer da hinten down? Okay. Was, vor allem, was für ein Helfer? Ich habe da überhaupt niemanden dabei gehabt. Der war einfach... Der ist einfach dahin gefahren. Da sind schon wieder Helferlein von mir? Ajo! Fahrt da nicht hin. Was macht ihr? Nein. Okay. Naja, wir labern jetzt mal den Knilch hier, die Frau hier an. Da können wir die einfach nur retten. Ja, okay. Aber die hat noch eine Mission für uns. Einer der Wölfe ist auf mich losgegangen, aber... Dann sind sie zu dem Naturschützerwohnmobil da drüben gerannt. Ich weiß nicht, ob die mit so vielen Wölfen fertig werden. Bitte finde heraus, ob es ihnen gut geht. Hä, was? Einer der Wölfe hat mich angefallen, aber dann sind sie zu einem Naturschützergebiet gelaufen. Von hier, während ich gefesselt und gefistet wurde, hä? Okay, naja. Also ich gehe jetzt noch ein Stück näher ran. Jetzt echt stark interessieren, was passiert, wenn ich da hingehe? Oder ist es nicht diese Anstalt, bei der, na gut, ich sehe da schon mal keine Zellen, in der die Leute möglicherweise gehalten werden. Achso, wartet ganz kurz. Ich muss kurz die Lüfter ein bisschen hochschalten, da. Vom PC. Das Spiel ist ja doch etwas fordernd. So. Okay. Ah, okay, die kämpfen gegen die Wölfe. Sie werden sogar gefistet, sehr schön. Freut mich. Vielleicht bekommt jemand zufällig einen Pfeil in die Seite. Huch, wie ungeschickt von mir. Nein. Haha, wer sieht mich denn jetzt? Oh. Ihr könnt doch nicht einfach hinter mich fahren und dann da rumstehen. Ich habe mich schon gefragt, wo der ist. Der Große, das ist der mit dem Tank auf dem Buckel. Der Tank sozusagen von denen, wortwörtlich. Och, hoppala. Was war das denn? Wisst ihr, wenn man auf einmal einen Pfeil im Gesicht stecken hat, ich weiß auch nicht, was ich dann machen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann irgendwie nur so rumdödeln würde wie der. Warte mal kurz. Wir verstecken uns geschwind hier unten. Laufen hier lang. Und rasten jetzt überhaupt nicht aus. Was ist das da hinten? Ah, die Wölfe und die Stinktiere. Die haben Wölfe und Stinktiere hier. Das sind vielleicht Schweinepriester, das gibt's doch gar nicht. Warum ist... Also wenn hier... Gut, die Frage, warum hier so viel Verkehr ist, löst sich ja von... Oder beantwortet sich ja von selbst, wenn das ja wirklich
der Hauptpunkt ist, indem sie die Leute verhören, verschisseln und so weiter und so fort. Zack! Oh. Der sollte eigentlich im Laufen schön weggeholt werden, so richtig lässig. Wer hat mich denn da jetzt gesehen? Ihr seid doch sau weit weg. Also das finde ich ganz, ganz... manchmal ist die Ding echt krass. Die Range, auf der sie einen entdecken. Und dann wiederum steht man fast vor ihnen und sie sehen einen nicht. Naja, komm an. Hör auf mich zu sehen. Ich gehe einfach jetzt näher ran. Dass wir an sich den VIP ausschalten können. Was ist das überhaupt für jemand? Jetzt sind wir nämlich brutal am Jagen. Irgend so ein Knilch. Macht ihr das euch? Oh no. Oh no, hört ihr's? Okay. Ich weiß schon, wie das geschützt ist. Die Facility. Wenn man näher kommt, wird der Trigger abgespielt. Nein, nein, nein. Geh weg, Musik, geh weg, nein. Raffiniert, aber irgendwie auch klar, oder? War eigentlich schon fast klar, dass die Musik abgespielt wird, wenn man näher kommt, weil das ja ihre Hauptbasis ist, so wie es aussieht. Was ist denn da hinten passiert? Was wird denn da hinten gemacht? Fickt der eine gerade den Hund? Guck mal, die drehen da um und fahren einfach wieder weg. Das ist ja raffiniert. Das ist ja raffiniert. Naja, okay. Oh. Oh nein. Oh, jetzt wird's echt gefährlich hier. Richtig gefährlich. Ist das eine Kuh? Oh ne. Maximal eine Hirschkuh. Okay, gut, dann ziehen wir hier wieder ab. Weil, das ist zu krass. Also wir, sicherlich fallen wir dann um, wenn wir näher kommen. Weil wir, ja, konditioniert wurden auf diese Musik. Und dann geht der Trigger los. Und dann sind wir angeschüsselt. Nee. Alter. Ah, der blöde... Ja, rastet ihr mal aus, ich heb die zwei auf. Ja. Schnell, ihr müsst mir was erzählen, bevor das nächste Auto kommt. Was ist Mutti tot? Stopp. Du bist der Grund dafür. Was auch immer du. Hallo. Jetzt hole ich mal hier die dicke Wumme raus. Monsieur. Mess Madames et Messieurs. So, Hundi, komm her. Nachts sieht man diesen Bullet Drop richtig krass in die Entfernung. Ja, sehr gut. Kann ich jetzt bitte... Alter, du Missionsträger, bitte nicht sterben. Oh. Also hast du den jetzt echt in die ewigen Jagdgründe reingedrückt, kleiner Puma? So, kann... Darf ich jetzt hören? Nichts der Konflikt. Oh Gott, Speckhals, erzähl, was los ist. Es gibt mehr Meldungen über Baggies in der Gegend. Geh mal bei Mr. Drummond vorbei. Vielleicht braucht er Hilfe. Mhm. Wann machen wir jetzt... Nee. Wir wollen jetzt noch eine Hauptaufgabe machen. Dann haben wir nämlich gleich alle Verfügbaren ready. Und erst natürlich noch den Scharfschützen. Ich will so gerne wieder eine Ding haben. Eine schöne... Naja, muss ich halt totprügeln. Das muss ich einfach totprügeln. Er hat einen Raketenwerfer geschultert. Ich stehe noch zur Rette. Okay, passt auf. Ja, guck dich erstmal um. Wer weiß, was da los ist. Boah, richtig geschisselt, mein Freund. Oh, okay. Der Tritt war nicht mehr gewollt. Okay. Dann ist alles cool. Dann können wir jetzt die Hauptmission weitermachen. Also wir gehen jetzt dann... Wir haben gar nicht mehr so arg viel. Ja, zerstöre die Drogenboote und die Drogentrucks. Das geht ja von alleine, habt ihr mir dann auch, glaube ich, mehr oder weniger noch gesagt. So von wegen, hey... das geht von alleine. Warum ist ja irgendwas markiert? Ah ja. Ich erinnere mich. Am Flugplatz, da wollte ich oben drauf, gell? War das das hier? Ja, über dem Zentrum. Da brauche ich aber dann ein Flugzeug, also ein Helikopter, dass wir da überhaupt hoch können. Wir könnten einfach irgendwo schnell hinreisen, wo man sich einen Helikopter rufen kann. Aber irgendwie geht das hier nirgends in der Nähe. Da oben geht's. Na komm. Aber hier ist keine Schnellreise möglich. Laber nicht. Ah. Doch, F, Schnellreise. Ja, Helipad. Ja, läuft.
Also ich denke, ich will ja schon auf jeden Fall große Stücke fahren und mich bewegen und hin und her. Aber für gewisse Dinge will ich jetzt auch nicht ewig rumwatscheln, bis wir dann irgendwann irgendwo ankommen. Und wisst ihr, ich meine, es soll schon so einen guten Fluss haben, die ganze Sache. Okay, so. Hoppala. Nicht direkt kaputt machen, das Zeug. Letztes Mal habe ich unseren Heli einfach so geopfert, weil ich ausgestiegen bin in der Luft. Das war echt bescheuert. Da werde ich jetzt etwas Acht geben. So, let's go. Achso, wen nehmen wir eigentlich mit? Wenn wir irgendeinen Compadre da haben? Ja. Und zwar unseren guten Bümer. So. Und jetzt markiere ich mir den Punkt. Das ist nicht weit, direkt hier. Und dann können wir da nämlich aufs Dach fliegen und den Hangar öffnen. Und dann haben wir da nämlich auch richtige Flugzeuge, mit denen wir wahrscheinlich noch etwas schneller sind als mit den Helikoptern. Und das wäre ja eine recht schnieke Sache. Ist hier irgendwas? Oder was rot markiert ist? Was ist denn hier unter mir? Dann kommen wir ballern da einfach mal rein. Wer entdeckt mich denn da gerade? Hallo. Bitteschön. So. Du hast einen von deren Ultraschallködern zerstört. Ja. Damit locken sie die Wölfe an, damit sie sie einfangen können. Vielleicht kannst du dich auch um den Rest davon kümmern. Na sicher. Ha! Einfach mal eine neue Mission freigeschaltet. So sieht's nämlich aus. Wenn Fati am Fliegen ist. Jetzt habe ich hier mehrere Missionen aktiviert. Zerstöre die akustischen Köder. Und was ist denn hier unten los? Okay, das ist eine... Oh Gott. Wow. Ich hoffe, der labert jetzt nicht wieder in mein Ohr rein und ich werde gleich weggebeamt. Da unten ist ein Außenposten und der ist jetzt sicherlich gleich auch alarmiert. Aber ich glaube, der Alarm läuft ganz normal wieder ab. Also wenn ich jetzt nicht hingehe und erst ein paar andere Dinge mache, dann läuft der Alarm einfach ab. Und wir sind gleich da. Ich gehe schon mal etwas runter. Weil wir auf dem Teil landen müssen, um da reinzukommen. Letztes Mal hieß es ja, dass der ist verschlossen und aber das Oberlicht wurde sicherlich wieder offen gelassen. Und das der Wege gehen wir doch gerade mal rein. So. Sinkflug. Wo ist das Oberlicht? Ich möchte es gerne sehen. Ja, da haben wir doch was. Ja, nice. Und da ist auch der Falke, von dem sie gelabert haben. Wisst ihr noch, der angebliche irgendwas zum Verrotten. Ne, halt, der selbst hier oben drauf verrottet. Habe ich jetzt auf dem Falken geparkt. Ah, ne, da ist er. Das ist eine der hat sein Futter fallen gelassen. Hihaw. Was war denn das? Da ist gerade eben jemand über meinen Fail gelacht. So, wir können den Hangar öffnen. Sehr schön. Haben hier noch ein Häfchen und einen Bären. Hat der gerade gelacht? Kann gut sein, dass der eben gelacht hat. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir hier den ganzen Jumble. Das plündere ich einfach mal alles. Boah. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Genau, außen hing nämlich ein Heft und da stand dann drauf ein Zettel. Und da stand halt drauf, hey, wenn du das Oberlicht wieder auflässt, haare ich dir ins Gesicht. Und deswegen mussten wir ja schon mal Bescheid, ne? Die haben mir voll die chillige Geschichte am Start. Geh es mal an. Von der Chiller Lounge. Ja, Bube. Vielleicht haben Sie von mir gehört. Nein. Jedenfalls wird die Lage hier etwas schräg. Also möchte ich ein Flugzeug buchen. Für mich und vielleicht noch eine weitere Person. Wir schauen mal. Ich kann eine Menge dafür bezahlen. Mehr als Sie sich vorstellen können. Aber ich brauche erst noch etwas Zeit. Ich muss ihn unbedingt fangen. Dann können wir hier abhauen. Okay. Krass. Das Ding ist ja voll ausgerüstet. Guck dich jetzt mal an. Raketen und Bomben. Aber kein... Ah, doch, sogar MG dran. Wir gucken uns das mal an, was es so gibt und was die so kosten, die Flugzeuge. So. Ach, das sind einfach... Ach so, okay. Hier unten geht's dann weiter. Der Rudel. Ah, der gehört uns jetzt auch. Der ist in unserem Besitz. Alles klar, warum denn ein anderes kaufen, Leute? Na komm, jetzt gehen wir direkt mal rein, das in das schöne Ding da. What? Hundi, schnell. Ja. Oh, einfach mal in die Nüsse geboxt.
Ja, war natürlich geplant. Genau, so wollte ich es machen. So, Hundi, komm mit. Wir schnappen uns hier mal das Flugzeug. Rasten richtig aus. Ja. Wahrscheinlich steckt er auch wieder nicht mit ein. Kurz schauen, beschleunigen. Achso, ja, das haben wir ja schon gemacht. Bombenvisier. Oh, okay. Beamerchen, bist du weg? Ich hoffe, er ist weg. So, gehen wir mal Gas. Wow, ich wollte mich umgucken mit rechts, aber das ist im Flugzeug ja wiederum anders wie als in den Helis. Okay. Okay, okay, läuft. Ich hab's schon raus, Krass. Okay, wo fliegen wir denn hin? Jetzt können wir mit Stil reisen. Vor allem mit Geschwindigkeit. Gehen wir hier hin. Da müssen wir was zurück einnehmen. Wir geben direkt Ultragas. Ja, das geht schon mal etwas schneller, oder? Als im Heli. Ich meine schon. Und dabei können wir direkt noch diverse Dinge hier unten entdecken. Weil das halt schön ruhig von alleine fliegt, ne? Oder? Nein? Gibt's da so eine Art... Ne, okay. Passt schon. Nach links, nach rechts rollen, abbremsen, beschleunigen, bla. Jetzt würde ich diese Tooltips gerne wieder ausschalten oder wegschalten. Geht bestimmt auch. Auf irgendeine Art und Weise. Guck mal, er drückt gar nicht auf den Knopf, wenn er schießt. Finde ich jetzt nicht so realistisch. Oh, da unten wird wieder ausgerastet. Aber das interessiert uns gar nicht. Wir sind nämlich auf dem Weg zur Mission. Erreiche Falls End. Gibt's hier Mucke? Nee. Jetzt wäre es mal nice gewesen, einfach ein bisschen Musik zu hören, aber nein. Vielleicht muss ich einfach mal ein paar Tricks machen. Was? Was laberst du? Oh shit. Oh fuck! What the fuck? Nee. Oh shit, Leute, Luftkampf, der Ultraluftkampf. Wo ist er, der Sack? Da bist du ja. Okay, ich sehe noch nicht einmal. Da ist mein Cockpit, also. Nein. Ja, oh Gott. Ja, in die Sonne fliegst du rein, du Dreckarsch. Sowas macht man nicht. Warum sind wir eigentlich schon? Sind wir hart getroffen? Oh oh. Boah, wir sind so nah an ihm dran. Boah! Ich steche hier oben einiges ein. Ja, dann stirb da einfach mal. Stürz vielleicht mal ab. Wie wär's? Jawohl! Easy Luftkampf bestanden, Leute. Easy peasy lemon squeezy. Aber wir sind echt hart am Rauchen. Das fühlt sich nicht gut an. Wie sieht's denn aus mit den Anzeigen? Fuel läuft. Nichts verbraucht. Haben wir irgendwo so eine Art Live-Anzeige? Na, gut, da unten in der Mitte dieses Rote, aber ich glaube, das sind die Raketen. Ja, das waren die Raketen, die sind jetzt leer. Wir haben noch Bomben am Start, die wir natürlich schmeißen können. Gucken wir uns mal an. Aha. Okay, ob man hier unten auch Dinge entdecken kann. Da ist der Trailerpark. Okay. Oh oh. Schlechte Idee. Ja, da unten ist jetzt der Trailerpark, auf dem wir schon waren. Da sind die... Da hinten haben wir die Bären, glaube ich, gejagt. Naja. Wunderschöne Landschaft, aber wir haben jetzt keine Zeit für die Bärenjagd. Wir müssen jetzt hier ran. Weil das vielleicht doch so eine kleine... Das ist vielleicht doch was gewesen zum Teleportieren hier. Hätten wir da überhaupt in die Nähe gehen können? Wow, das ist ja wirklich komplett da unten. Aber wir hätten zumindest die... Aber dann hätten wir nicht jetzt unser krasses Flugzeug. Wir sind jetzt schon diese ganze Strecke hier geflogen. Also schon ein Stück. Kann man nicht sagen. Hoppala. Und wir haben einen dicken Luftfight gemacht. Naja. Und gleich wird ordentlich reingebombt. Würde ich mal so sagen. Ich bin so behindert. Warum? Ich weiß nicht, was ich vorhab, mit E zu drücken, aber ich bin immer der Meinung, ja gut, F ist ja zum Ein- und Aussteigen, aber nein, hier ist es ja dann wieder E. Warum können sich die verkackten Spielehersteller nicht einfach mal irgendwas, zack! Auf irgendwas einigen. F oder E, was darf es jetzt sein? Heidenei. Jetzt habe ich hier voll das Feuer entfacht. Ein paar Kultisten haben erzählt, John wollte das Flugzeug der Rice haben.
Aber Nick hätte Nein gesagt. Keine kluge Entscheidung. Ja. Oh Gott! Alter, seid ihr verrückt? Da haben Belmer überfahren! Schön ge... Oh. Umerlein, schnell! Komm her! Und da musst du ran! Verarscht mich nicht! Die haben uns beide... Die haben uns beide totgefahren. Das sind wirklich richtige Schweinepriester. Also... Oh! Next round gibt's auf die Nase. Kinders. Das ist wohl eine richtige Hochburg da hinten. Jetzt wird gehasselt. Bübchen, da ist er. Okay. Wir sind hier in der... Oh, Leute, ich habe unsere Kriegsmaschine gefunden. GG easy. Nice. Er fährt gar nicht mal so langsam. Aber schon langsam. Also wir müssen gleich das Fahrzeug wechseln. Wir müssen gleich, glaube ich, gleich eins beschlagnahmen. Und zwar diesen Truck. Na, kommt doch her. So. Guck mal rein, ich habe uns ein kleines... Oh, no. Ja, geh mal ran. Wir lassen die mal... Hallo. Man braucht Jahrzehnte zum Nachladen. Wow. So. Ich mache uns noch kurz einen Wegpunkt, dass wir die Strecke sehen. Ach, Boomer schaut da nicht ein. Oh! Ach, Boomer, jetzt verarsch mich nicht. Es ist doch echt der Wahnsinn. Also die KI ist schon echt bescheuert. Schon wirklich sehr bescheuert gemacht. Da kann er schon nicht einsteigen in ein Auto, da kann er jetzt doch auf die Ladefläche. Nee. Er hat noch Geld gefunden. Nice. Gut, vielleicht wollte er das machen, aber ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz, warum er jetzt zwingend über diesen Zaun springen musste, um von uns überfahren zu werden. Das ist doch bescheuert. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Lass mich nur... Bumm. Verpisst euch. Nein. Sind wir auf Fullspeed schneller als die? Hallo. Nicht so viel Glück, Bruder. Oh. Ha, ist da eine Jägerin? Auf einmal schreit sie. Ha! Was ist denn da hinten? Achso, das soll noch ein Jagd sein. Ciao. Aha. Oh nein. Hallo. Oh, Boomer ist tot. Ja, klasse. Warum ist Boomer jetzt gestorben? Warte mal, das brauchen wir eigentlich. Ey, es ist so voll. Überall stehen die rum. So. Komm her. Halt die Gosch. Du kannst meine Seele nicht erden. Die Sekte hat Colin dort gezwungen, seine Mülldeponie zu schließen. Jetzt liegt der Ort einfach verlassen. Gib ihm. Du bist so krass. So, wie war das jetzt mit der Mülldeponie? Hallo? Mülldeponie, kein Konflikt mehr, nein. Was für ein Konflikt? Hast du in die Hosen geschissen, oder wie? Ah, jetzt. Die Sekte hat Colin dort gezwungen, seine Mülldeponie zu schließen. Jetzt liegt der Ort einfach verlassen da. Also haben wir drinnen ein paar Vorräte gelagert. Bedien dich, wenn du da reinkommst. Ja, okay, danke schön. Halt. Lecker Pflänzchen mitnehmen, ne? So. Wen nehme ich jetzt mit? Ich nehme jetzt erst wieder einen mit, wenn wir da sind. Hund wird ja sofort überfahren. Oder gekillt halt irgendwo. Also wenn die Leute nicht zu- oder einsteigen können, dann macht das echt nicht viel Sinn. Oh oh. Weil wir ja sonst... wir können die ja gar nicht... Die sterben einfach irgendwo weit weg. Fernab vom Kurs sterben die Leute. Und wir haben nichts davon. Nein. Gut festhalten. Nichts da gut festhalten. Ich fahre jetzt nämlich in the forest. Und werde dann von dort einen geheimen Angriff planen, mit dem wir niemals rechnen werden. Das wird so enorm krass. Ja, so, Auto geparkt. Ja, so parke ich am liebsten. Das ist die Wegrollsperre. Super Ding. Das ist mein Keil. Jetzt laufen wir den Rest. Überprüfen schon mal die Waffen. Ist nachgeladen. Okay, ist gespannt. Ist in der Hand. Und nachgeladen. Halt. Ah, Inventar ist voll. Wir müssen endlich wieder verkaufen. Oh, hallo Bärchen. Der schleppt da jemanden. Passt mal auf.
Was der Bär macht, wenn er den sieht. Ja, Ich hoffe, der Bär killt jetzt nicht diese Geisel. Oh, sie ist schon tot. Die Geisel wird mir gar nicht mehr angezeigt. Okay, das war's. Gut gemacht, Bär. Es ist so cool, hier in der Wildnis rumzurennen. Das ist echt der Hammer. Guck dir das mal an, wie geil das aussieht. Sea Breeze. Oh Gott. Amaga! No. Komm doch her. Komm doch her, Bitch. Ich renne davon. Der kleine Stinker. Okay. Ah, ich wollte eigentlich voll Wingsuit aufmachen, aber das hat voll nicht ganz gereicht. Ich komme erst von der Tankstelle. Ich glaube, das war etwas verfrüht. Einen halben Kilometer, oder fast einen ganzen Kilometer davor auszusteigen. War irgendwie etwas zu früh. Egal, weitere Tests für die Musik. Ob die Musik jetzt einen Treffer erhält oder nicht. Ich lasse die Dinge jetzt an. Jetzt genau diese Situation meine ich. Ihr habt geschrieben, hey, vielleicht ist die Musik überhaupt gar nicht geschützt. Ist die denn bei anderen Leuten auch an? Es kann sein, es klingt auch so. Also ich meine, bis auf dieses Only. Bis auf dieses Lied kommt mir auch keins bekannt vor. Also ich denke, Only You kennt jeder, aber das ist... Ein fortschrittlicher Wagen, aber das Rausgehen hat er jetzt wieder nicht gerafft. So, so. Es wäre cool, wenn wir... Wisst ihr, wenn wir so ein bisschen... Ich weiß nicht, sind wir in Autos versteckt, wenn jetzt praktisch jemand hinter uns fährt? Und uns aber, wenn wir jetzt hinten keine Scheiben haben, können die uns dann einfach durch die Wand sehen? Ja, scheinbar schon, man merkt's ja. Hallo. Ja, bewege. Boah! Oh! Sei vorsichtig, wenn du dich Falls End näherst. Die Sekte hat die ganze Stadt unter Kontrolle. Du musst Mary und Jerome retten. Ich hole einfach den. Ich hole jetzt jemanden, der mitrennt. Und zwar wisst ihr wen? Ich weiß, ihr wollt alle den Andrew. Andrew! So. Und dann, passt auf. So. Ich folge dir. Kommt das Ding her? Nee, ne? Jetzt nehmen wir nämlich gleich das Auto hier. So, geh mal hinten drauf aufs Geschütz, bitte, mein Freund. Okay, los, Musik aus. Ich muss mir. Jawoll! Kannst froh sein, dass du. Ich bin froh. Da steht unser anderes Auto. Alter? Andrew? Feinkotter! Ich muss meinem Schutzengel danken. Okay, warte, Andrew, warte. Ich denke, es kommt jetzt hier keiner gefahren. Achso, doch, er hat die Straßensperre zerstört. Trotzdem kommt hier keiner gefahren. Die Feinde haben hier bestimmt keine Routen. Wir müssen da rein! Spread Eagle. Wir müssen in den Spread Eagle, nein. In den gespreizten Adler? Das klingt irgendwie ziemlich leckerschmecker, ne? Kann ich den... Da hinten ist noch ein Ziel. Ich glaube, der eine verdeckt es. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir Sneaky Beaky rein? Oder rasten wir voll mit dem Truck aus? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da reingehen und Andrew alles abnatzt. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass Andrew innerhalb von einer Sekunde stirbt. Oder halt da oben runtergeschossen wird und wir voll angeschissen sind. So richtig hardcore angeschissen. Okay, Andrew, schon mal guter Plan, sich zu ducken. Bin ich auch geduckt? Nein, ich war nicht geduckt. Du hast recht, ich würde sagen, das ist das Zeichen. Wir gehen chillig rein. Wir holen uns einfach demnächst auch so einen Truck. Einfach so zum Besitzen. Und dann überrennen wir mal einen Außenposten mit so einem Truck. Und gucken, ob das cool ist. Warte, Andrew. Vielleicht doch den Truck? Es wäre schon cool, wenn er einfach die Leute umballert. Bam, 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 bam. Und wir hier drin einfach einen Truck hätten. Ich markiere jetzt noch ein bisschen Leute. Sind hier drüben noch welche? Da hinten ist einer. Hoppala, an die Tastatur gekommen. Wisst ihr, ich habe ein 800 Meter Mauspad. Und trotzdem knall ich da dran. Bescheuert. Okay, ich glaube, da ist... Sicherlich ist hinter dem Haus noch jemand, hinter dem Häusel da noch jemand. Da vorne ist wirklich nichts mehr. Die Geisel sitzt sehr nah an dem Truck dran. Das heißt, wir können da nicht einfach mit dem Raketenwerfer dann drauf hasseln, um vielleicht alles zu sprengen. Schön die Frau live lassen, gell? Muss die jetzt Dreck essen oder was? Naja, ich glaube, wir fahren doch mit dem Ding rein. Unterwegs. Wir machen das jetzt mit dem Teil. Ich hab richtig Bock drauf. Was ist das, was, Andrew? Unterwegs! Leck mich, sagt er. Der ist doch verreckt. Okay, Leute, wir rasten jetzt richtig aus. Und wisst ihr, wann wir das machen? In der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.